Wie ich euch im letzten Jahr gezeigt habe, hat meine Frau ja nicht zu, sondern vor Weihnachten von mir eine Archimede-Klassik geschenkt bekommen. Sie hat sich total intensiv ein Stahlband gewünscht, was aber vor Ort nicht vorhanden war, aber jetzt angekommen ist. Deshalb gibt es jetzt für euch das Nachtragsvideo Archimede-Klassik 39 mm mit Stahlband. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ja, wie ich es eingangs erwähnt hatte, ist das heute nur ein Nachtragvideo zu dem Video, was ich euch hier bereits gezeigt habe. Das Video über die Archimede Klassik 39 meiner Frau. Und dazu gibt es jetzt nur den Nachtrag Archimede am Stahlband. Hier zeige ich euch noch ganz kurz, wie sie am Leder ausgesehen hat. Aber jetzt auch genug davon und ab in die Stahlbandpräsentation. Ja, diese wunderschöne Uhr habe ich ja schon im letzten Jahr vorgestellt. Meine Frau hat sie nicht zu, sondern kurz vor Weihnachten bekommen. Aber sie wollte unglaublich gerne ein Stahlband an der Uhr haben. Das war zu dem Zeitpunkt nicht vorrätig, also habe ich es bestellt. Deshalb auch dieses Update hier für euch, die Archimede Klassik 39 mm am Stahlband von Ikla. Ich finde, es passt hervorragend zu der Uhr und lässt die Uhr ganz anders erscheinen als an dem dunkelblauen Lederband, an dem sie bisher montiert war. Ihr könnt sehen, dass das Band sehr fein gearbeitet ist. Es hat eine Satinierung auf allen fünf Gliedern, die im Übrigen auch nicht komplett beweglich sind. Das heißt, nach oben lässt sich das Band nicht durchbiegen, da gibt es eine Sperre. Dafür ist es nach innen sehr beweglich. Und wie ihr sehen könnt, ist es auch ein ziemlich massives Band mit relativ dicken Gliedern, die mit kleinen Schrauben, mit kleinen Schlitzschrauben verschraubt sind. Insofern passt das alles wunderbar. Das Band hat, oh, kriege ich das irgendwie ins Bild? Ja, da habe ich es. Das Band hat massive Anstöße und ist sehr passgenau gearbeitet. Die Schließe ist verhältnismäßig klein, was ich wirklich ganz angenehm finde, dass es nicht so eine brachial große Schließe ist. Sie ist mit Archimede signiert und geht, und das ist, wenn ich einen Kritikpunkt äußern müsste, der einzige Kritikpunkt bis jetzt im Neuzustand relativ stramm. Man muss da schon ganz schön zugreifen, aber ich gehe davon aus, dass sich das im Laufe der Zeit noch ein klein wenig einspielt. Die Schließe hat vier Möglichkeiten der Feinverstellung. Solltet ihr im Hintergrund irgendwas hören, das ist meine hundische Alarmanlage, die hier im Hintergrund Körperpflege betreibt und vielleicht den einen oder anderen Ton im Hintergrund erzeugt, den ihr sonst nicht gewohnt seid. Ja, das ist also die Archimede Klassik am Stahlband. Wie gesagt, ich finde sie wirklich, wirklich toll. Mir gefällt sie sehr gut und was ich ebenfalls gut finde, ist, dass Archimede, obwohl sie kaum Taucheruhren machen, trotzdem eine 2 cm Verlängerung eingebaut hat, die sich sehr, sehr einfach öffnen und schließen lässt, in das Band hervorragend integriert, nicht besonders aufträgt und auch nicht sehr viel Platz wegnimmt. Die Verlängerung selber ist massiv gearbeitet und nicht nur ein dünnes gefaltetes Blech, sondern wirklich, wie man sehen kann, passend für die Uhr und die Schließe konstruiert. Zweifaches Falten, drücken zu. Ja, wie sieht das Ganze am Arm aus? Auch das möchte ich euch natürlich zeigen. Meine Frau hat leider einen etwas schmaleren Arm als ich, sodass die mir jetzt doch relativ spack sitzen wird.
Trotzdem wollte ich euch das zeigen. Wie ihr sehen könnt, mit dem Stahlband am Arm eine wirklich schöne und gelungene Kombination. Ja, das war das kurze Update der Archimede Classic am Stahlband. Das Stahlband kostet in dieser Ausführung einschließlich Versand genau 140 Euro. Und für 140 Euro ist das ähnlich wie die Uhr eine echte Kampfansage, was den Preis betrifft. In diesem Sinne, euer Watchmaxe.